in der Bundesliga-Realität jetzt angekommen, Aufstiegseuphorie verraucht oder wie sieht die innere Gefühlslage aus? Ja, auf jeden Fall erstmal wenig und schlecht geschlafen. Man hat ja immer, sieht man aber nicht. Immer irgendwie die Hoffnung, danke, immer die Hoffnung, dass man die Sensation irgendwie schaffen kann. Aber man muss klar sagen, da waren wir gestern sehr weit von entfernt. Felix, du hast deine Karriere beendet, hast 80 Mal Bundesliga gespielt, noch über 100 Zweitligaspiele, bist 30, richtig? Mhm. Ja, relativ früh aufgehört, weil du gesagt hast, Mensch, irgendwie, das hat alles Spuren hinterlassen. Jetzt, wenn du siehst, jetzt die Fans wieder im Stadion, gestern in Köln, so eine Stimmung, juckt es nicht irgendwie noch ein bisschen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auch noch keine Sekunde bereut. Bin sehr zufrieden mit der Entscheidung und bin auch froh, dass ich hier sein kann, ohne 7-0 verloren zu haben. Ja, ist ein bisschen leichter für dich, die Situation.